Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Pfingstsonntag. Einander nicht verstehen. Diese Erfahrung machen wir Menschen öfter. Ich mache sie, wenn ich in einem fremden Land bin, die Sprache dort nicht kann. Oder wenn Menschen in Fachchinesisch mir etwas erklären. Oder wenn ich nicht richtig zuhöre, an einem Menschen vorbeirede, dann auch. Babylonische Sprachverwirrung nennt man das. Und das Symbol fürs Nichtverstehen ist der Turm. Der Turm zu Babel, den Sie hinter mir auf dem Fenster vielleicht erkennen können. Gott zerstreut die Sprachen der Menschen und das Turmbauprojekt wird abgebrochen. Kein Verstehen mehr. Pfingsten ist die große Gegengeschichte zu Babel. Gottes Geist bewirkt, dass Menschen aus vielen Ländern sich verstehen. In all ihrer Vielfalt, mit ihren unterschiedlichen Sprachen, hören sie Gottes gute Nachricht. Das feiern wir heute. Und der Heilige Geist, der schafft nicht nur das Verstehen, sondern er schenkt auch eine Sprache, die jeder versteht, die Musik. So wollen wir das erste Lied miteinander singen. Heiliger Geist, Quelle der Wahrheit, Atem Gottes, Spender des Lebens, überrasche mich mitten in meinem Alltag, verfolge mich bis in meine Pläne hinein, verwandle mich in meiner Erkenntnis, erfülle mich
mit all deinen Gaben. Komm, Heiliger Geist, und blase die alten Gedanken aus unserem vertrockneten Denken. Reiß uns aus der sicheren Spur, treib uns an zu neuem Handeln. Der du vom Vater und dem Sohn ausgehst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im zweiten Kapitel erzählt uns die Apostelgeschichte vom Pfingstwunder. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßen Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, nämlich Folgendes: Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jeden Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel, und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den Pfingstsonntag steht im ersten Buch Mose im 11. Kapitel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Daher heißt ihr Name Babel. Und dieser Name lässt sich auf dreierlei Weise übersetzen. Babel heißt Zerstreuung, denn zerstreut werden die ehemaligen Einwohner der Stadt in alle Himmelsrichtungen.
Babel heißt Geschwätz oder Gebrabbel. Die den Turm bauen, verstehen einander plötzlich nicht mehr. Wörter mit Bedeutung werden zu unverständlichen Lauten. Sinnloses Gewäsch, nur noch Geräusch. Babbelenisch, sagt der Hesse. Jetzt wissen Sie, warum. Babel kann aber auch Tor Gottes heißen. Das Stadtbauprojekt wird zum Einfallstor für Gottes Handeln. Hier fährt er herab, und das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Die ambitionierten Städtebaumeister glauben, mit ihrem Turm schon an den Himmel zu kratzen. Doch Gott muss erst mal herniederfahren, um zu sehen, was sie da errichten. Menschlicher Größenwahn entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ziemlich kleinlich. In Gottes Augen wird die Hybris der Turmbauer bereits hier zurechtgestutzt. Aber ist wirklich Selbstüberhebung der Motor ihres Handelns? Durch den Stadtbau die Menschen zusammenzuhalten und ihrer Abwanderung zu wehren, das ist doch ein verständliches Ansinnen, oder? Ein gemeinsames Projekt, das die Menschen verbindet, ihre Identität stärkt. Ist das nicht der Spirit? Also, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Aber Gott spuckt genauso tatkräftig in die Hände. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren. Was die Städtebauer nämlich eigentlich wollen, ist Uniformität. Ein Einheitsstaat mit Einheitssprache und Einheitsreligion. Kontrolle und Konformität. Eine Nation im Gleichschritt. Es ist die Angst aller totalitären Machthaber vor Vielfalt, die sie antreibt. Doch Gott will die Vielfalt seiner Menschenkinder, und so wird der Einheitsbau gestoppt. Auf dem Bauvorhaben liegt nicht der Geist Gottes. Hier herrscht Kleingeist. Kleingeist, der hoch hinaus will. Gott hat keinen Platz in dieser Stadt, nur steinerne Selbstpotenzierung. Einen Namen wollen sie sich damit machen, aber einen Namen macht man sich nicht, man bekommt ihn. Und in diesem Fall ist es ein Spottname. Babel, Gewirr, Gebrabbel. Die biblischen Autoren spielen mit Babel auf Babylon an, die Weltmacht, die Israel erobert und ins Exil verschleppt, die größte Stadt der damaligen Zeit. Geblieben ist von ihr ein Trümmerfeld. 100 Kilometer südlich vom heutigen Bagdad und mittendrin die Umrisse eines Turms. Daher heißt ihr Name Babel. Man versteht dich nicht. Du bist noch stumm geschaltet. Ist ihre Verbindung schlecht? Sie sind gerade eingefroren. Vielleicht mal das Video ausschalten. Wähl dich doch noch mal neu ein. Vielleicht geht es dann. Geht es? Wenn es nicht geht, dann schreiben Sie doch in den Chat. Da unten rechts einfach hinschreiben. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Wer öfter an Videokonferenzen in dieser Zeit teilnimmt, dem sind diese Dialoge vertraut. Obwohl, Dialoge sind es ja gerade nicht. Der Dialog kommt nicht zustande, weil die Internetverbindung gestört ist. Das Mikro streikt oder der Nutzer den falschen Knopf gedrückt hat.
Gelingende Kommunikation ist ein Geschenk, sagt ein Freund von mir oft. Das gilt in diesen Zeiten besonders, wie mir scheint. Auch wenn technisch alles funktioniert, die Dienstberatung, die Geburtstagsfeier, der Gottesdienst, alles auf Zoom, das ist irgendwie eine andere Form des Kontakts, mit der hautnahen Begegnung nicht zu vergleichen. Digital ist normal und trotzdem fehlt was. Die Kommunikation ist ärmer. Und die nach wie vor notwendige FFP2-Maske ist irgendwie zum Synonym für unsere aktuelle Zeit geworden. Wir nehmen einander nur unvollständig wahr. Und die Frage nach dem Umgang mit der Pandemie entzweit Menschen, befeuert krude Theorien und Hass, die sich vor allem online austoben. Aber miteinander reden, face to face, gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist, das geschieht immer seltener. Daher heißt ihr Name Babel. Und Babel heißt Geräusch, gestörte Kommunikation, eingefroren, Gebrabbel statt Verstehen, übereinander urteilen statt miteinander sprechen. Das ist die eine Seite. Die andere ist die Angst vor Vielfalt. Eine Nation unter einem Turm versammeln, das wollen die Städtebauer in Babel. Was als Identität daherkommt, ist Uniformität, Großmannssucht. Sich einen Namen machen wollen, quasi Make Babylon Great Again. Das kennen wir auch aus unserer Zeit. Wie gut, dass zumindest aus den USA wieder ganz andere Töne kommen. Doch auch in Europa nehmen die Nationalismen und Abschottungstendenzen wieder zu. Der Brexit ist vollzogen und vermutlich werden weitere Exits folgen. Und Rassismus und Antisemitismus sind sehr drängende Probleme in unserer Gesellschaft. Doch die Angst vor dem anderen und die ziegelartige Aufrichtung und Aufschichtung des eigenen Egos, die gibt's in jedem von uns. Unsere babylonische Seite. Ist ihre Verbindung schlecht? Sie sind gerade eingefroren. Daher heißt ihr Name Babel. Dabei gehören wir Christen doch zu einer ganz anderen Stadt. Wir gehören in das Jerusalem, in dem die Feuerflammen des Geistes sprühen und die Vielfalt flackert, wo die Jünger aus den Mauern des Ichs ins Freie treten, wo die gute Nachricht keine Einheitssprache braucht, in der Vielstimmigkeit der Sprachen und Worte atmet sie. Und allen geht diese gute Nachricht ins Herz. Parthern und Medern und Elamitern und denen, die da wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. So viele Stimmen, Sprachen und Herkünfte und alle verstehen einander. Gelingende Kommunikation ist ein Geschenk, sagt ein Freund von mir oft.
ein Geschenk der Geisteskraft Gottes. Die Pfingsterzählung ist die große Gegengeschichte zu Babel. Gottesgeist statt Größenwahn, Weite statt Kleinlichkeit, Verstehen statt Sprachlosigkeit. Wir Christen brauchen keine Angst zu haben vor der Pluralität der Meinungen und der Vielfalt der Welt. Wir reden mit denen, die anders sind als wir und müssen nicht an Wolken kratzen und den Himmel stürmen. Gott kommt zu uns auf die Erde, kommt in seinem Wort, mit Brausen und Sturmwind oder ganz leise. Wir brauchen uns keinen Namen zu machen. Einer hat uns seinen gegeben. Damals, als dreimal Wasser auf unseren Kopf floss und der Geist uns geküsst hat. Als Getaufte tragen wir ihn, diesen Namen. Daher heißt unser Name Christen. Amen. Die sonst nirgend finden Ruhe. Die sonst nirgend finden Lasst uns miteinander und füreinander beten. Heiliger Geist, du machst lebendig, was am Boden liegt. Du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind. Du tröstest die Traurigen. Du schenkst einen neuen Atem. Komm, Heiliger Geist, erfülle mit deinem Wehen deine Kirche. Wecke deine Gemeinde auf, hier und auf der ganzen Erde. Schenke uns Zuversicht und Hoffnung. Lass uns feiern das Glück des Glaubens. Komm, Heiliger Geist, befreie uns Menschen aus der Sprachlosigkeit. Löse uns aus der Sprachverwirrung. Lass uns einander verstehen. Über die Grenzen von Ländern, Kulturen und Religionen hinweg. Komm, Heiliger Geist, mit Angst und Schmerz denken wir an Menschen in Not, in den Kriegsgebieten, bedroht von Hass und Gewalt, in Sorge um Leib und Leben, um Arbeit und Zukunft. Lass uns erkennen, wir sind eine Menschheit. Komm, Heiliger Geist,
und bleibe bei uns. Gib uns die Kraft, das Unsere zu tun. Gib uns die Weisheit, unsere Grenzen zu erkennen. Gib uns den rechten Glauben, heute und alle Tage unseres Lebens. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Pfingsttag, geht in die kommende Zeit unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.